Also ich heiße Klaus-Dieter Platsch, bin Internist von Hause aus, aber arbeite sehr lange schon in meinem Schwerpunkt mit Medizinstudierenden und auch mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. In dieser Arbeit geht es in erster Linie um die Entwicklung einer heilsamen ärztlichen Persönlichkeit. Also meine Einschätzung zur Bioinformatik würde ich sagen, es ist ein wesentlicher neuer Bestandteil in der Medizin, dass wir einfach auch viel Wissen verarbeiten, auch viel Wissen transportieren, Daten sammeln. Und das ist eine Seite, die sich natürlich sehr auf das Kognitive bezieht. Also ich bekomme über Sie viel Datenwissen. Aber ist das wirklich die Frage, weiß ich dann viel über Sie? Also ich weiß zum Beispiel über genetischen Code etwas oder ich weiß was über den Blutzuckerspiegel oder ich weiß was über Ihr Gewicht, aber weiß ich dann mit wirklich was über Sie? Und wie kann ich als Arzt eigentlich herausfinden, was Sie gerade brauchen? Wer sind Sie eigentlich? Spiegeln die Daten eigentlich das wider, was der Patient, der gerade leidet, wirklich braucht? Also brauchen wir eine ganz andere, also nicht eine andere, aber wir brauchen zusätzlich die Kommunikation, die sich nicht nur kognitiv bewegt, sondern wir brauchen eine Kommunikation, die sich aufeinander einlässt, die irgendwie, dass wir uns spüren können, dass ich erahnen kann und auch nachfragen kann, wo bist du eigentlich, wie geht's dir eigentlich, was brauchst du? Und das hat das mit Beziehung zu tun. Wenn wir rein auf der Datenebene sind, dann haben wir überhaupt keine Beziehung mehr. Und wir müssen uns auch fragen, was ist denn heilsam? Ist heilsam das Umsetzen von Daten in bestimmte Handlungsanweisungen oder ist das Heilsame nicht das, was im Patienten bereits existiert, was ja in uns allen angelegt ist, was wir im Grunde genommen nur unterstützen wollen? Und wie kann ich das am allermeisten und am besten unterstützen? Und das ist nicht nur eine Frage von Daten, sondern es ist eine Frage, mich auch in einer Ganzheit mit ihnen auseinanderzusetzen und dass wir uns begegnen können. Ich komme ja sehr viel in Kontakt mit Medizinstudierenden, die, ich sag mal, gelinde gesagt, sehr enttäuscht sind vom Medizinstudium, die mit einem hohen inneren Anspruch gekommen sind und sagen, ich bin da, ich nehme diesen Beruf, ich möchte helfen. Und sie bekommen dann eine sehr versachlichte Art von Medizin, in der es einfach eben unter anderem um Daten geht, aber auch um pathologische Sichtweisen. Weniger die Frage gestellt wird, was eigentlich an gesundem Potenzial ist in dir. Und können wir eigentlich, lenken wir unseren Blick mehr auf das Krankhafte oder lenken wir das auf das, was potenziell in dir auch gesund ist? Und diese Fragen werden leider nicht sehr viel in dem Regelstudium berücksichtigt. Deswegen kommen dann zum Beispiel zu mir in unser Projekt Caring and Healing, was wir haben, ein Begleitstudium für Medizinstudierende, und sagen, okay, das ist das, was ich brauche, was mir da fehlt. Gib mir doch einfach noch ein paar Anhaltspunkte, wie kann ich noch mehr in Beziehung treten, wie kann ich mich auf den leidenden Menschen einlassen. Ja, nicht nur auf der Mensch ist seine Krankheit, also die Daten würden sich ja nur auf die Krankheit einlassen, aber nicht auf den kranken Menschen. Und ich denke, das ist ein ganz anderer Fokus. Und da braucht es wie ein Zusammengehen zwischen beiden Ebenen. Wir brauchen sowohl das Kognitive als auch die Herzebene, in der wir einfach miteinander uns begegnen können. Wenn wir zum Beispiel rein nach der Krankheitslehre vorgehen und wir sammeln sozusagen alle Symptomdaten über einen Patienten, was alles nicht geht, also die ganzen krankhaften Werte, und ermitteln daraus zum Beispiel eine Prognose, wir ermitteln daraus eine Statistik, dann sind diese Statistiken, die dann nur aus diesem einen Blickwinkel. Wenn wir aber zum Beispiel den anderen Blickwinkel hinzunehmen würden, was für ein Potenzial ist in dem Menschen noch enthalten, wie kann er eigentlich auch Gesundheit entwickeln, würden wir noch zu ganz anderen Daten und Ergebnissen kommen, die wiederum eine völlig neue Prognose oder Statistik hervorbringen würden. Und wir müssen uns wirklich die Frage stellen, welche Daten selektieren wir eigentlich und was wollen wir damit anfangen? Wenn Sie die Fragen von Prognosen oder auch Behandlungen in Krebserkrankungen ansprechen, dann gilt zunächst erstmal auch guten, gesunden medizinischen Menschenverstand anzusetzen, also schon auch mit den medizinischen Möglichkeiten, die wir haben,
Und die sind in Krebserkrankungen wirklich weit fortgeschritten, auch zu arbeiten. Das andere ist aber, was sagen wir den Patienten? Die fragen uns, wie ernsthaft ist denn meine Krankheit? Und sie haben im Hinterkopf, aha, da gibt es also eine Prognose, die sagt, 80% werden nicht überleben innerhalb von 5 Jahren. Ist das jetzt etwas, was Sie so ganz ungefiltert dem Patienten sagen wollen? Und was wissen wir dann tatsächlich, was ist mit den anderen 20%? Wissen wir, gehört dieser Mensch gegenüber jetzt zu den 80 oder zu den 20%? Will ich ihn jetzt auf diese Prognose 80% letal festlegen? Und der Patient ist in seinen Ängsten verunsichert und wird natürlich, die Ängste, die da sind, unterminieren natürlich auch sein ganzes Immunsystem, unterminieren auch seine Möglichkeiten, aus eigener Kraft etwas beizutragen. Das sind Fragen, die wir wirklich uns stellen müssen. Und ich denke, für mich beantwortet sich die Frage immer dahingehend, schon in der Verantwortung zu stehen, nicht zu verheimlichen und gleichzeitig aber auch nicht mich auf eine Seite innerlich zu schlagen nach dem Motto, der hat keine Chance mehr. Denn wenn ich dem anderen keine Chance mehr gebe, wird er sich selbst keine mehr geben können, auch wenn ich es nicht ausgesprochen habe. Das ist ganz fein subtil, ich muss es nur denken und der andere spürt es eigentlich, ich habe ihn aufgegeben. Wenn ich aber innerlich denke, okay, 20% sind auch noch möglich auf der anderen Seite und ich verbinde mich auch mit dieser Prognose, dann spürt es der Patient auch. Und das macht etwas in ihm, das macht eine ganz andere Musik. Und seine ganze innere Haltung, seine Einstellung, sein Immunsystem werden reagieren. Was nicht eine Garantie heißt, dass er deswegen gesund wird, aber seine Chancen sind mit Sicherheit besser. Es ist ja auch immer eine Sache, welche Daten haben wir überhaupt ermittelt, welche nehmen wir eigentlich auch hinein, welche halten wir für relevant. Allein diese Fragestellung kommt ja schon aus, ich sammle immer die Daten, wo ich überzeugt bin, dass die wichtig sind und das, was ich für wichtig halte, hängt was wiederum mit meinen inneren Überzeugungen ab, wie ich die Dinge sehe. Also ich habe nie ein zweifelsfreies Datensammeln oder ein neutrales Datensammeln. Ich habe niemals, also ich bin nicht frei, ich bin als Untersucher in den Daten selber mit drin. Also es gibt keine Daten, die neutral sind. Und dann ist die Frage, auch dieselbe Haltung, mit derselben Haltung, mit der ich Daten gewinne, die ja aus meinen Überzeugungen kommen, werde ich auch die Daten wiederum so weit selektieren und in einer Weise interpretieren und deuten, dass daraus wieder eine Handlungsanweisung wirkt, die genau wieder meinen eigenen Überzeugungen entspricht. Das spricht nicht gegen Daten, aber wir müssen sehr sauber sein darin und also uns klar sein, spätestens seit Zeiten der Quantenphysik wissen wir, dass der Untersucher in jeder Untersuchung immer mit dran ist, dass es keine objektive Untersuchung gibt, in der kein Untersucher dran ist. Für mich ist das Thema der ärztlichen Persönlichkeit oder ja, doch der ärztlichen Persönlichkeit sehr zentral. Spätestens seitdem klar ist, und das ist ja nicht nur mir selbst klar, dass wir als Ärzte und Ärztinnen wirken. Also wir wirken einfach durch unsere Einstellung, durch unsere Haltungen. Und das kann beiderlei Weise gehen. Wir können sozusagen in einer guten Weise heilsam wirken. Wir können aber auch negativ wirken. Wir können sozusagen auch den anderen unterminieren, einfach indem ich schlechte oder negative Bilder in mir trage über den anderen und über seine Erkrankung. Und Viktor von Weizsäcker hat schon im letzten Jahrhundert gesagt, der Arzt ist selbst Medikament, er ist selbst Heilmittel. Und ich denke, wenn wir das wissen, dann müssten wir auch mit der ärztlichen Persönlichkeit sorgsamer umgehen. Wir haben seit Generationen Ärzte ausgebildet an den Universitäten, wo das Thema ärztliche Persönlichkeit überhaupt keine Rolle gespielt hat. Das ist naheliegend, solange wir Medizin als etwas Versachlichtes betrachten. Also wenn wir Medizin als reines Objekt, also die Krankheit als Objekt betrachten, losgelöst vom Menschen, dann brauchen wir keine Beziehung. Dann können wir rein die Daten sammeln und unsere Diagnosen machen. Dann wissen wir die Statistik so und so und dann behandeln wir die Krankheit und dann haben wir das Ergebnis. Aber in dem Moment, wo wir Krankheit nicht mehr loslösen vom Patienten, sondern wir behandeln den kranken Menschen, in dem Augenblick spielt eine ganz andere Liga.
Und in dem Augenblick müssen wir einfach auch uns selbst in der Begegnung mit einbringen. Und das kann sowohl in einer heilsamen Richtung sein, als auch in einer nicht heilsamen. Und ich weiß leider von vielen Begegnungen zwischen Arzt, Ärzten und Patienten, wo diese Begegnungen nicht sehr fruchtbar sind, weil wir eine Tendenz haben, wo auch immer sie herkommen, dass wir oft mit Angst handeln. Also wir ängstigen Patienten, wenn sie nicht das machen, dann geschieht das. Wenn sie nicht dieses Mittel nehmen, dann wird das passieren. Wenn sie nicht diese Therapie machen, dann das. Also es wird wieder immer eine Drohkulisse aufgebaut und die ist nicht heilsam. Wenn wir mit Ängsten arbeiten, arbeiten wir mit Nocebo. Nocebo ist das, was krank macht. Aber wenn wir heilsam arbeiten, dann sind wir auf der Placebo-Seite. Also das, was wirklich den Menschen anstarrt in seinen eigenen Fähigkeiten und was ihm Zukunft gibt und was ihn wirklich auf so einen Heilungsprozess begleiten kann. Also wie die Situation im Augenblick in den Krankenhäusern und in den Praxen ist, ist ja noch sehr im Zeitmanagement und ökonomisch orientiert. Und Zeit und Ökonomie scheinen ja wie die beiden großen Hindernisse eigentlich zu sein, dass wir uns einlassen können auf Menschen. Und das Spannende finde ich ja, ist, dass wir denken, wenn wir mehr Zeit mit den Patienten aufbringen würden, dann würden wir das Gesundheitssystem ja nicht mehr finanzieren können, weil so viel Personalkosten, die da notwendig wären, das können wir alles nicht stemmen. Und wenn Sie sich anschauen, es gibt Studien, die zum Beispiel arbeiten, die untersucht haben, wie wirkt sich denn Empathie aus in der ärztlichen Behandlung, in der Beziehung zu den Patienten. Und wenn Sie, da gibt es ganz viele Punkte, die in den ganzen physischen, in dem auch im Stoffwechselbereichen, nicht nur psychologisch, in der Wundheilungsseite sehr positiv auswirken. Die sind Doppelblindstudien, die wirklich valide sind. Aber eine der Studien, die hier in der Sprache spricht, ist, dass wir 30% der gesamten Gesundheitskosten einsparen würden, wenn Ärzte und medizinisches Personal empathisch dem Patienten begegnen würden. Und dann frage ich mich, wenn die 30% eingespart sind, dann können wir uns für die 30% doch wirklich auch mehr Personal leisten. Wenn uns erstmal klar ist, dass wir ein komplexes, interaktives System sind, in dem die physische Ebene, die emotionale Ebene, die mentale Ebene miteinander, ineinander eingreift und das untrennbar miteinander verbunden ist. Das heißt, wann immer ich zum Beispiel ein physisches Problem habe, wird sich das in meiner Emotionalität und in meinen Gedanken auswirken. Emotionalität, vielleicht in Ängsten, in meinen Gedanken und in Sorgen um die Zukunft. Wenn ich Gedanken habe, zum Beispiel, für mich negative, die Gedanken sagen mir, ich gebe mir keine Chance mehr. Ja, ich bin krank und ich gebe mir keine Chance mehr. Dann greifen diese Gedanken ein in die Emotionalität, fördern Angst und unterminieren das Immunsystem, greifen wiederum in den Körper ein. Also wir können Körper, Emotionen und Denken nicht voneinander trennen. Und sobald wir das wirklich begriffen haben, wissen wir eigentlich, dass dieses krasse System, wie Sie sagen, wirklich hochintelligent ist. Und wenn wir nur auf die Pathologie schauen, und das ist halt in der Informatik, in der Dateninformatik, könnte das eine Gefährdung sein, dass wir nur negative oder pathologische Daten sammeln, dann würden wir die Negativspirale verstärken. Wenn wir aber in der Arzt-Patienten-Begegnung schauen und ich schaue, was brauchst du und was kann dich unterstützen und ich versuche das auch zu eruieren und wir kommen ins Gespräch miteinander und ich sehe, wie viel Kraft eigentlich in dir ist, dann würden wir die Aufwärtsspirale unterstützen und dann kommt möglicherweise wieder was anderes zustande. Also mir wäre es ein Anliegen, offen zu sein und zwar offen einmal für wirklich die Informatik, die technische Seite, die Datenseite, offen zu sein für alles, was auch die Schulmedizin entwickelt. Das ist für mich sehr zentral und wichtig. Genauso offen zu sein natürlich auch für die Dinge, die nicht Schulmedizin sind, sondern es gibt ja auch viel komplementärmedizinische Dinge, genauso offen dafür zu sein. Auch da gibt es sehr valide Möglichkeiten der Daten, also auch die mit hineinzunehmen. Und gleichzeitig aber die Offenheit zu haben für die Begegnung zwischen, in die zwischenmenschlichen Begegnung zwischen Arzt und Patient.
Denn hier haben wir nicht nur das Kognitive, sondern hier kommen wir zum gesamten Schau des Menschen, nämlich auch die Begegnungsebene. Und die ist eine des Spürens. Also für mich ist das Kognitive, das Denken sehr zentral und wichtig, genauso aber wie auch das Spüren, was ich im Herzen habe. Und beides zusammen macht erst ein Ganzes. Und deswegen finde ich, ist es wunderbar. Informatik und Bioinformatik ist wunderbar, Schulmedizin, Komplementärmedizin, solange wir auch die Ebene des Menschen mit berücksichtigen und tatsächlich wahrhaftig und authentisch und offen im Umgang mit den Menschen, die sich uns anvertrauen, sind.